Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 163 von Arboreon. Ja, wir haben hier den abbauen lassen. Die Fliegerstaffel ist wohl wieder reingeflogen, weil kein Arboreon mehr da ist. Arboreon, ja, wäre schön, wenn es Arboreon sind, aber Xanion ist es. Jetzt müsste man mal schauen. Da ist Trinium drin wohl. Ja, ist nur das da. Achso, wir wollten ja definitiv dann schauen, dass wir jetzt den alleine machen lassen und wir in den Traveler gehen und da weitermachen. Nach dem Intro starten wir die ganze Geschichte. Bis gleich. So, dann gucken wir mal, dass wir auf die Karte kommen. Rauszoomen. Da war der Traveler schon, da ist er. Dann zu Traveler wechseln. So, und wenn wir da drin sind, dann können wir dem anderen jetzt den Auftrag geben. Oh, du, der Abendmahl. Gute Arbeit. Also, Dank dafür, dass du mit denen arbeitest, würde ich dir gerne noch ein paar Zuseher geben. Welche hättest du denn gerne? Bergbaujäger auf jeden Fall. Gute Wahl. Viel Glück bei deiner Reise durch die Galaxie. Danke und bis bald. Bevor du gehst, ich habe gehört, dass du deine spezielle Jägerart verwenden kannst, um Besatzungsmitglieder zu anderen Schiffen zu schicken. Ich brauche das zwar nicht, aber einige Leute benutzen sie, um Schiffe unter ihre Kontrolle zu bekommen, ohne die Gefahr, dass die Fracht beschädigt wird. Ich schreibe dir die Informationen, wie man das macht, in deinen Missionslogbuch, falls du es versuchen willst. Okay, dann haben wir das. Mission erfolgreich. Befehligen von Jägern. Und das hier ist das Entern, was er jetzt reingeschrieben hat. Okay. Alles klar, das sind wir jetzt hier im Logbuch. Auf zum Entern. Auf zum Entern, du kannst mal. Okay, optional besorgt, ein Trainer Upgrade zum System. Ja, lass mal das jetzt gerade nicht lesen. Okay, das ist sehr rudimentär, das Schiff noch. Naja, aber es ist da und das ist erstmal gut so. Geht das auch gerade? Stört mich, wenn es so schief ist. Okay, wir müssten jetzt mal erstmal wieder in die Karte. Dann müssen wir den Astreiter 3 gucken, ne, oder? Ne, war der das? Ne, der war das nicht. Wer ist das denn hier? Da, Miner 1 ist das, okay. Und der Miner 1 soll abbauen, und zwar... Ja, ist egal wo. Erstmal da, ne? Titan brauchen wir nicht, ne, und Nit brauchen wir nicht. Und dann war hier sicherer Modus und sofortige Lieferung können wir auch machen. Und das Ganze ist dann schon mit... Na, hier können wir noch die Stunden erhöhen. Na, Eisen ist da auch nochmal. Das machen wir weg. Brauchen wir auch nicht. Ja, haben wir alles angeklickt, was wir wollen. Ne? Und jetzt lass ihn arbeiten. Gut, der ist unterwegs. So, jetzt sind wir hier wieder, Traveler. Können wir da rausgehen? Was sagt er uns da oben eigentlich? Dann er abbauen können, keine Erze oder Schrott aufsammeln. Dazu brauchst du eine Funktion. Ah, ein Transporterstein fehlt uns da. Okay. Sollte aber ja auch kein Problem sein. Den können wir ja auch wunderbar mittlerweile hier reinbauen. Hier ist ja Platz ohne Ende noch. Transporterstein. Ich glaube, wir müssen mal gerade hier rein, weil den haben wir da bestimmt noch nicht dran, ne? Ja. Da ist er. Und 250.000 haben wir schon von Xanion. Dann würde ich ja jetzt fast sagen... Ja, dieser Block da ist schon mal sehr schön. Den haben wir schon mal kopiert. Jetzt müssten wir nur das machen. Nee. Steuerung. Steuerung C, oder? Kopieren. Steuerung V. Jetzt haben wir den in der passenden Größe sozusagen. Und jetzt muss ich aber das von dem Größenverhältnis noch wieder ändern. Ne, das war schon richtig. Jetzt müssen wir da wieder hin zum Transporterstein und den dann hier hinbauen. Im Prinzip.
54.000 kostet das. Okay, die hätten wir ja locker da. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob es was bringt. Warte mal, wir haben doch jetzt gerade Spiegelachse. Ach so, muss ich noch da anklicken, damit das was wird. So ist es richtig. 108.000 eingebaut. Jetzt müsste er hier oben aber Transporter. Aus dem Baumenü raus. Wieso ist das da oben noch dran, ne? Transporterblock plus seltenes oder. Ah, die Software fehlt mir noch. Ja, schade. Wir haben die definitiv nicht dabei. Und denke ich mal nicht, oder? Wir waren da jetzt nur mit einem unterwegs, ne, oder? Das war ja so ein komisches Symbol. So eins hier. Ungewöhnlich. Gut, das bedeutet, wenn wir hier weiter was machen wollen, aber wollen wir eigentlich auch gar nicht unbedingt bei dem jetzt hier, ne? Ja. Die können wir ja auch irgendwo anders dann vielleicht hinmachen, ne? Wir haben auf jeden Fall die Aufgabe erledigt erstmal. Wir gehen jetzt hier in die Karte und überlegen uns, wo wir hinspringen. Gibt ja ganz viele Blipse hier. Unbekannte versteckte Massensignatur. Können ja da mal einfliegen, oder? So. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben wieder. Wir springen da mal hin. Er lädt auf und jumpt da rein. Wir wollen ja Richtung Zentrum, ne? Mal gucken, was da so gibt. Lade, lade, lade. Lädt immer noch, passiert nichts. Doch, kommt's. Oh, hier sind böse Dingens, Piraten. Noch hat keiner, doch, da macht Platz für unseren König, verlasst diesen Sektor. Sofort. Wo ist denn euer König? Plünderer. Du bist leider zu nah, deswegen kriegst du schon einen ab. Torpedo ist schon abgeschossen worden gerade, glaube ich. Okay, wir müssen jetzt gucken, wenn wir aufräumen wollen. Ja, den kriegen wir wohl nicht mehr. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen in Reichweite haben, den wir dann auch treffen, ne? Okay, das wird schwierig dann, ne? Zu weit weg immer. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, unser Schiff hier, oder wie sehe ich das? Der schießt auch gar nicht so doll, ne? Ja, das ist jetzt doof, ne? Dass der dann so abhaut. Können wir mal den Torpedo gerade killen?
Ey, das ist ja wirklich jetzt nicht so prickelnd, ne? Ja, Treffen ist jetzt eigentlich schon mehr Pflicht, ne? Ja. Also irgendwie will das jetzt nicht so, wie ich das will, ne? Der fühlte dich klein, oder? Jetzt ist er auch noch über uns. Ja, wird nix irgendwie. Der war meiner, ne? So, jetzt haben wir ihn endlich. Kommt bei nichts rum, ne? Ja. Der nächste bitte, ne? Was ist hier? Also, wenn wir treffen, dann ist richtig, ne? Aber man muss natürlich auch treffen, ne? Ach Gott, da hinten sind ganz viele, ey. Ja, das macht wieder keinen Sinn, mit so vielen zu kämpfen, glaube. Ja. Ganz viele Torpedos kommen gerade auf uns zu. Haben wir einen Schuss, einen Treffer, oder wie ist das? Jetzt haben wir gerade kein Dingens, kein Schild mehr. Der ist auch erledigt. Schild kommt gerade wieder oder ist auch schon wieder weg. Ist auch schon kaputt, ja. Da ist ein blaues Teil. Sollen wir das noch einsammeln? Jetzt müssen wir den da mal machen, der ist ja nervig mit seinen grünen Strahlen hier.
Torpedo im Anflug, ja. Jetzt sind wir gleich eingeklemmt in unserem Deck. Wo ist er denn jetzt? Da oben. So. Der erscheint mir etwas besser. Ist das der König hier oder was? Sehe ich jetzt nicht. So, nächste bitte. Auch schon erledigt. Haben wir noch einen da oben? Ist auch schon kaputt. Irgendwo war noch einer, der schießt. Da sind noch welche. Okay. Auch kaputt. Okay, den machen wir mal schneller. Und den können wir auch noch machen, weil wir sind ja gerade nah dran, ne? So. Irgendwo muss noch einer sein, da unten. Dann haben wir irgendwann den Sektor auch geklärt, oder? Piratenking steht da. So, wollen wir mal gucken, dass wir den Piratenkring gerade zeigen, wo der King ist. So, und das war der Piratenking, ne? Schickes Wrack. Jetzt müsste man nur einen Abwracker haben, ne? Können wir hier was einsammeln? Ja, zwei Teile bestimmt. Sind zwei Waffen, oder? Ja, das ist jetzt sicherlich wäre schön, das Wrack auseinanderzunehmen. Was haben wir denn hier für Fliegerstaffeln? Wo waren die denn zu gucken hier? Ne, Schiff. Da, Hangar. Ja. Bergbau. Enterstaffel, Bergbaujägerstaffel. Also wir bräuchten eigentlich einen Abwrackerstaffel, aber die haben wir wohl nicht. Da rechts wäre ein blaues Teil. Da unten ist noch was. Was ist das denn? Fremdabhängige Subraumsysteme, okay. Und was ist mit ihm hier? Wenn ich den mal anklicken könnte, ne? Jetzt habe ich den Räuber. Feindselig im Krieg, aber der ist nur weit weg und macht nichts. Aber dann machen wir was.
Sehr interessant. Ich merke gerade, dass das hier nicht die richtige Lösung war, da reinzufliegen. So, gleich haben wir den Sektor geklärt. Sektor gesichert, sehr gut, das wollten wir ja auch. Waffen sind zu heiß, eine Group Energy ist aufgetaucht. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich, obwohl die sind da oben. Ja, wenn ihr jetzt mit mir Ärger machen wollt, ne, dann sagt Bescheid. Piraten greifen den Sektor an, Schiff Xotan. Ja, muss ich jetzt leider den Kampf mal aufnehmen? Weil ihr wolltet es ja nicht anders, oder? Ihr wart ja schon rot, ne? Noch wer mit mir aufnehmen? Der da vielleicht? Komm nicht näher. Der steht da. Der ist auch schon kaputt. Der ist zu schnell, den nehmen wir jetzt gerade nicht. So ist auch schon kaputt. Auch kaputt. Ist noch einer irgendwo? Ja, da. Ist das ein Sotan? Ne, ist ein großer Bandit. Naja. Der ist auch noch gleich dran. Ne? Die Xota mussten es ja auch schon spüren. So, das war's. Es ist noch irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Der Sektor ist jetzt frei, oder? Glaube ich jedenfalls. Da sind noch zwei blaue Teile links am Blinken, aber die will ich jetzt nicht unbedingt einsammeln und der Rest sehe ich jetzt nichts eigentlich. Da rechts blinkt irgendwo was, oder? Das ist bestimmt so ein Teil da, was man den Exodus-Dings da bumst da, ne? Fliegen wir da nochmal gerade vorbei und gucken uns das an. Aber die Folge ist auch schon verdammt lang wieder geworden. Da ist eine ganze Ecke weg. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Na, das war eine Landung hier. Entfernung. Super. Kriege ich das jetzt auf Kette? Ja, F machen wir gerade noch. Okay, wir haben alle Güter der Teilnehmer mit der Operation Exodus gerade, sind in Sicherheit und warten auf dich. Okay, alles klar. Gut, bis dann. Ciao.